Also ja, irgendwie habe ich nicht den Drang, jetzt wieder alle Elfen umzutöten, alle Elfen umzubringen. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. It's no trouble. Hope that helps. Okay. Wir sollten aufpassen, wo wir Türen öffnen. Und ganz vorsichtig schleichen. Hello. Hello. I suppose it can't be helped. Okay, ein. Wir haben was entdeckt. Look there. I suppose it can't be helped. Hope that helps. Okay, wir haben die Orlanerin gefunden. Eine junge Orlanerin krabbelt auf dem Steinboden zur Wand und drückt sich mit dem Rücken dagegen und fletscht mit den Zähnen. Ihr Fell ist fleckig und matt. Als du den Raum betrittst, kneift ihr die Augen zusammen und dreht ihre großen Ohren in deine Richtung. Ein tiefes Seufzen entweicht aus ihrem winzigen Körper. Bei den Bestien, ich dachte, du würdest zu ihnen gehören. Bitte bring mich hier weg. Was ist mit dir geschehen? Als Mittagsfrost begann, den See einfrieren zu lassen, schickte meine Schwester Lara mich aus, um den Grund in Erfahrung zu bringen. Sie blickt grimmig durch den schäbigen Raum. Die Bleichelfen Estraborn haben mich gefangen genommen, bevor ich Bericht erstatten konnte. Diese Bleichelfen stecken dahinter. Sie sind vor nicht allzu langer Zeit in Zwillingsulm aufgetaucht und haben gesagt, sie wollen sich ab nun um Mittagsfrost kümmern. Ich weiß nicht wie, aber sie haben den Frostbruch im hinteren Teil des Tempels geöffnet. Es saugt die Wärme und das Leben geradewegs in das öde Reich ihres gefrorenen Gottes. Sie zittert. Jemand muss sie aufhalten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor die Kälte sich weiter ausbreitet. Erzähl mir von denen, die dich gefangen haben. Sie knurrt ihre spitzen Zähneblitzen auf. Ein Clan von Bleichelfen aus dem ewigen Weiß, Anhänger von Rimkant, sagen sie. Aber ihr Verhalten lässt auf andere Absichten schließen. Sie kommen kampfbereit, Zauberer, Priester und Paladine. Ein Zauberer namens Glaswald führt sie an. Er ist von dem Frostbruch besessen. Meine Ohren hören ihn durch die Wand. Er wirkt zaubernd, ruft fremde Mächte an. Ich weiß nicht, was er im Schilde führt, aber es ist gewiss nichts Gutes. Kannst du mir was über den Frostbruch sagen? Sie schüttelt den Kopf, nicht viel. Es hat irgendwas mit Rimgard zu tun, der Winterbestie. Ich bin eine Anhängerin Gallowains. Es ist noch nicht sicher. Warte hier, bis sich den Weg gesichert haben. Sie blickt sehnsüchtig auf die Tür und zittert weiter. Bitte beeil dich. Ach, nur ein gutes Stilett hier. I shall be discreet. Diese bronzenen Handschellen glänzen frostig. Also ja, auf der Seite komme ich nicht weiter. Hope that helps. Drehst du um oder gehst du weiter? Du drehst um, okay. Oh, Mist.
doppelt bist. Halte die Eindringlinge auf. Ich sollte alleine da durchschleichen. Oder jetzt, da ich weiß, dass sie nur auf der Seite ist, aber nicht die Wand. Certainly. Also die Türen kann ich vergessen, die sind so gut gesichert. Bleibt eigentlich nur noch die Tür hier drüben. Keep an eye. I suppose it can't be helped. It's no trouble. Hope that helps. Okay, das ist, glaube ich. I'm here. I'm here. Bingo, das ist der perfekte Weg. Fünf Grad öffnet uns den Weg. Ja, wir haben den. Also nicht der Plattform, der ist plötzlich merklich kühler. Etwas entzieht der Luft. Auch das lässt sie ein bisschen wärmer. Der Atem aus deinen Lungen ist kalt, als er deine Lippen entweicht. Du siehst eine Türöffnung, die mit glitzerndem Eis bedeckt ist. Davor ist der Umriss eines Elfen zu sehen, der die Arme ausgestreckt hat. Die Bleichelfe blickt dich an. Sein elegantes Gesicht ist von Erschöpfung gezeichnet. Er reibt sich mit dem Handbein ein rotes Auge und du bemerkst, dass sein kleiner Finger zu einem schwarzen Stummel verkümmert ist. Bei den Göttern, ich kann mich kaum mehr konzentrieren. Er seufzt. Du solltest nicht hier sein, Reisende. Und die anderen Mitglieder meines Clans werden keine Milde walten lassen, wenn sie dich herumschleichen sehen. Rüngrad schickt mich, um den Frostbuch zu schließen. Seine roten Augen weiden sich. Du besitzt Mitgefühl. Möchtest du uns hier noch 100 Leben lang einsperren? Er schüttelt den Kopf. Die Erschöpfung schleicht sich wieder in seine Augen. Wir können sie so nicht weiternehmen. Wir müssen einen Weg in das weiße Nichts finden. Das weiße Nichts? Domain. A place where all things are mingled like snowflakes in a blizzard. It's a vortex of such chaos that even the Beast of Winter himself could not calculate the trajectory of the infinite particles of essence there. As souls are broken down over successive reincarnations, they become part of the White Void. It is a place where all things find perfect unity and freedom. Rümgrads Reich, ein Ort, an dem alle Dinge wie Schneeflocken in einem Schneesturm herumgesteuert werden. Ein solch chaotischer Wirbel, dass selbst die Winterbestie, selbst die Flugbahn der unendlichen Essenzpartikel nämlich berechnen könnte. Zerfällt deine Seele durch wiederholte Reinkarnation langsam, so wird sie Teil des weißen Nichts. Dort finden alle Dinge perfekte Einheit und Freiheit. The Frost-Hewn Breach is a weak spot in the barrier between us and the White Void. Thin ice on a frozen lake. We've come from the White that wends to find it. Er blickt auf die mit dem Eis versperrte Tür. Der Frostbruch ist eine Schwachstelle in der Barriere zwischen uns und dem weißen Nichts. Dünnes Eis auf einem gefrorenen See. Wir sind aus dem ewigen Weiß gekommen, um ihn zu finden. Erzähl mir von dir und deinem Volk. We call ourselves Glamfellen. Most here know us as Pale Elves. We hail from the White that wends, a glacial continent at the southernmost edge of Eora. Wir nennen uns Glamfellen. Die meisten hier kennen uns als Bleichelfen. Wir kommen aus dem ewigen Weiß, einem Gletscherkontinent am südlichsten Ende von Eora. Sagani nickt. Sie sind Nomaden, ein zähes Völkchen. Einige der Stämme verbringen gelegentlich eine Jahreszeit im Süden Nasitak. We received a watcher in our lands a season ago and paid her to tell us of the origins of our souls. We wanted to contemplate the essence that fills us and consider how Rimurgond might shatter and sow us once our days are spent.
We were not prepared for what we learned. Wir haben vor einer Jahreszeit eine Wächterin unseres Landes empfangen und sie dafür bezahlt, uns die Herkunft unserer Seelen zu nennen. Wir wollten die Essenz verstehen, die uns erfüllt und überlegen, wie Römergrad uns zerschlagen und neu aussehen könnte, wenn unsere Tage gezählt sind. Er beugt den Kopf und drückt seinen blutlosen Lippen aufeinander. Wir waren nicht vorbereitet auf das, was wir erfuhren. Die Wächterin wohl auch nicht. Sie erklärte, dass jeder von uns über Jahrhunderte hinweg neu in den Clan hineingeboren wurde, vollständig geformt. Über Generationen hinweg bis zu dem ersten Tag, an dem unser Volk einen Fuß in das ewige Weiß setzte. Wir waren von der Gnade, die unser Gott verspricht, abgeschnitten worden. In jener Nacht begann unsere Erweckung. Wir erlebten Fragmente unserer früheren Leben, alten Hass, tote Leidenschaften, verschlungene Erinnerungen. Es bedeutete nichts als die Erkenntnis, dass wir dazu verdammt sind, 1000 sinnlose Leben zu führen, ohne immer ganz zur Erlösung je näher zu kommen. Aber aus Lippen sind zusammengepresst, dünn und blutlos. Ein dunkler Ausdruck hängt in seinen Augen. Wir wollen sterben. Wir wollen, dass Römergrad unsere Seele im Äther verstreut, auf das ihre Millionen Fragmente sich mit dem Weißen nichts vereinen können. Er blickt auf seine Hände und den abgefrorenen Finger. Meine Energie hat bisher keinen Weg gefunden, den Frostbruch zu öffnen, aber es muss wohl einen Weg geben. Und ihr wollt den Bruch öffnen? So that we can die. Permanently. We've lived more lifetimes than any mortal should. We've been faithful followers of Remagon since our earliest incarnations. He's the god of entropy. Why would he force us to be reborn again and again? Damit wir sterben können, dauerhaft. Wir haben mehr Leben gelebt, als ein Sterblicher es sollte. Er schüttelt den Kopf. Seit unserer frühesten Inkarnation sind wir treue Anhänger Rümgrads. Er ist der Gott der Entropie. Warum sollte er uns zwingen, wieder und wieder neu geboren zu werden? But if anything could pass through the Frosthewn Breach, it would enter directly into the White Void. This death is overdue for us. We just have to find a way through. Glasfall steckt sich in Richtung des eisgefüllten Ganges und lässt die Welle der Kälte über sich fließen. Aber wenn etwas den Frostbruch durchqueren würde, würde es geradewegs im weißen Nichts landen. Dieser Tod hätte uns schon längst zuteil werden müssen. Wir müssen nur einen Weg hindurchfinden. Man kann sich dem Willen eines Gottes nicht widersetzen. Er lacht, doch seine Augen lachen nicht mit. Du glaubst, weil Römer gerade in einem Traum zu dir gesprochen hat, kannst du hier hereinmarschieren und uns seinen Willen mitteilen? Oder dass deine eleganten Worte unser Glauben lenken würden? Wir folgen ihm schon so lange und leiden schon so lange unter ihm, wie dieser Tempel steht. Nun suchen wir eben jenes Ende, das er verspricht. Belehre mich nicht über meine Pflichten beim Gottgeben über. Wer Römergrad möchte, dass eure Seelen das weiße Nichts betreten, würde er nicht dafür sorgen, dass das geschieht? Ich gebe dich vor, seinen Willen zu verstehen, und das solltest auch du nicht. Sollen wir doch 100 Leben in Pein leben einem Gott ergeben, der sich nicht einmal herablässt, uns einen Grund zu geben? Er seufzt tief, die Luft zwischen euch wird erfüllt von den Wolken seines Atems. Wir waren Römergrad so viele Generationen lang treu ergeben, selbst jetzt ist es seine Gnade, die wir suchen, und diese Jahrhunderte sind für einen, der ewig ist, nur ein Augenblick. Er blickt auf die abgehämmerten, hageren Gesichter seines Volkes. Wenn es Römergrads Wille ist, gehen wir zurück in das ewige Weiß. Vielleicht wird er unsere Beharrlichkeit eines Tages belohnen. Sie wenden sich zum Gehen durch die eisglatten Hallen vom Mittagsfrost schlurfend. Ja, es ist besser, wenn sie gehen. Also diesen Weg gehen. Der Ruf der Reißzähne hat sich verbessert. Ruf und Zwillingssäume hat sich verbessert. Es gibt zwei neue Sachen. Ah ja, Geld. Wir haben wieder an Banditen verloren. Wir haben aber auch eine Aufgabe. Eine himarischen Legende nach schuf Sad-Ilf, wenn eine wundersamen Knoten der Ungläubigen nicht lösen konnten. Beim dreisten Einbruch wurden kürzlich die unzähligen wertvollen Relikte aus der Halle der Schmiede in Imgral geraubt. Dort, wo vorher die Schätze standen, wurden Schnüre platziert, die allzu einem komplizierten Knoten in der Mitte des Tempels führen. Der Einbrecher hinterließ einen Hinweis in Form eines geschriebenen Gebets an Sad-Ilfen, aber niemand kann das Rätsel lösen. In ihrer Verzweiflung haben die Priester sich hilfesuchend an Söldner und Abenteurer gewandt.
Wenn, dann kann sowas eine trauernde Mutter sicher lösen.